Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Don't Starve mit dem DLC Shipwrecked. Hui, langsam wird's lustig. Wir sehen schon, die Jahreszeiten verändern sich merklich. Wir haben jetzt ganz schön heftigen Wind. Wir müssen uns vorbereiten. Ich glaube, beim letzten Mal wollte ich Holz hacken und habe das auch schon getan, weil wir noch eine Kiste bauen wollten, bin ich der Meinung. Und das werden wir auf jeden Fall auch tun. Das habe ich schon wieder eine Weile nicht mehr gespielt. Das merkt man jedes Mal, wenn ich dann hier verzweifelt rumsuche, weil ich nicht mehr weiß, wo man was baut. Furchtbar. Ja, nur furchtbar. So, zwei Stück nur. Oh, reicht das für eine Kiste? Doch, ich glaube schon. Nein, drei. Natürlich wieder. Ist immer eins zu wenig. Ach ja, und dieses komische Ding hier. Das Problem ist, durch den Wind haben wir jetzt halt die Schwierigkeit, wenn wir Sachen hinlegen, bleiben die nicht einfach liegen. Und denn der Wind fegt die halt bis ans andere Ende der Insel. Also wenn wir jetzt wahrscheinlich hier... Ja, hier seht ihr es. Jetzt werden die Sachen halt hier weggetrieben. Und das ist natürlich nicht ganz so gut. Moment. Kriege ich die Krabbe, wenn ich das jetzt gut... Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass die auch weggeblasen wird. So stark ist er zum Glück noch nicht. Der Wind, es geht noch viel, viel krasser. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Deswegen noch haben wir da einigermaßen Glück. So, die waren ja alle zu. Ich brauche... Doch, Holz reicht. Alles gut. Ach stimmt, das können wir ja so machen. Wir müssen hier gar nicht mehr hinlatschen, Mensch. So, dann baue ich jetzt noch eine Kiste. Wow. Ich stelle die mal hier hin. Ich gehe mal lieber ein bisschen weiter nach hier, weil hier kommt irgendwann auch das Wasser halt rüber. Dann müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Hier mache ich jetzt komische, undefinierbare Sachen rein. Gold haben wir hier irgendwo noch. Moment. Vielleicht nehme ich das raus und mache das da mit rein. Ja, das ist immer so Sachen mit dem Rumsortieren. Immer schwierig zu entscheiden, was wohin kommt. So, ich habe noch ein Palmblättchen. Das kam hier mit rein wahrscheinlich. Ja. Gut. Healing Salbe lasse ich im Gepäck. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Egal, wo wir hingehen. Und dann würde ich eigentlich sagen, ich wollte ja eigentlich mehr erkunden, aber wir machen erstmal unsere Base ein bisschen sicher. Eben wegen dem Wasser. Dafür brauchst du gar nicht so viel. Da kann man am Anfang durchaus erstmal ganz billige Materialien nehmen. Ich muss sie nur gerade suchen. Nee, hier wahrscheinlich nicht. Moment. Ist es doch eigentlich... Ach, eine Sea Chest. Was mache ich denn damit? Davy Jones Storage Locker. Okay, aber das hier haben wir auch nicht. Haar. Zahlen brauchen wir nicht. Haywall. Ja, so Walls brauchen wir halt. Woodwall. Kostet da ziemlich viel. Ich glaube, mit einer Haywall sind wir hier eigentlich auch schon ausgerüstet. Wir können auch eine Stone... Wir haben richtig viel Stein eigentlich. Ganz ehrlich. Guck mal. Wir haben so viel Stein. Da können wir eigentlich prassen. Ich meine, Stein kriegen wir jederzeit wieder. Dann machen wir es doch einfach mal. Aber wenigstens gleich was Sicheres. So, davon brauchen wir jetzt erstmal einige. Ich glaube gerade mal, ja, langsam haben wir Hunger, aber das machen wir dann, glaube ich, über Nacht. Und nicht jetzt. Ich mache mal lieber nicht zu viele. Nachher haben wir da zu viele über. Stonewall. Ach, Alchemy Engine schon wieder. Können wir natürlich schon wieder nicht machen, Menno. Bei allen? Haywall Segments not very sturdy. Nee, hier eigentlich nicht. Die können wir so machen. Okay, na komm, dann. Irgendwie finde ich das lächerlich jetzt, das sowas zu verschwenden. Warte mal. Alchemy Engine. Wir brauchen halt die Dinger hier. Electrical. Do that. Du verhungerst noch nicht. Mecker nicht. Sea Lab wäre Sand und Limestone nur. Ja, Limestone haben wir auch noch nicht gefunden. Und auch die Electrical Doodle. Okay, ganz ehrlich, wir haben so viel Gold. Da können wir auf jeden Fall auch verschwenderisch mit sein. Naja, vielleicht nicht verschwenderisch, aber auf jeden Fall können wir davon welche machen. So, das hätten wir. Gold zurück. Jetzt haben wir sogar hier wieder ein bisschen Platz. Ich weiß nicht, was wir jetzt davon brauchen. So. Dann brauchen wir natürlich wieder Holz. Das holen wir uns schnell. Oh, guckt euch das an. Voll gut. die da hinten sehe ich nicht, ob die fertig ist. So. Es wird langsam dunkel. Hier oben ist eine Krabbe. Ah, die holen wir uns gleich. Da ist noch eine Kokosnuss. Moment. Das. Dann holen wir uns erstmal oben schnell die Krabbe. Bevor die uns das Ding kaputt haut. Na, komm her. Ist schon kaputt. Oh, okay. Wir sollten langsam wieder ein paar Traps bauen. Sonst gehen uns bald die Krabben aus. Ja. Ja gut, die können wir auch nehmen. Irgendwie der nimmt nie die, die ich haben will. Eigentlich sollte man ja meinen, die nehmen immer das erste Objekt, aber nee. Beide uns darf irgendwie nicht so. So, dann einmal mit der Schaufel wieder. Ja, dann machen wir jetzt erstmal unsere Base halt ein bisschen. Sag mal, ich will diese. Der will den Baum nicht. Was? Takes that nature? Warum? Hä? Ja, diesen...
Okay. Huch, aua. Ja, so irgendwie aus irgendeinem Grund möchte er diesen Baum nicht nehmen. Na gut, wer bin ich, dass ich mich beschweren will? Dann halt nicht der Baum, warum auch immer. Irgendwie scheint er dem nicht gut genug zu sein. Sieht auch komisch aus, oder? Der ist gar nicht da, glaube ich. Oh, scheiße. Gleich wird's dunkel. Moment. Ich pack mal einfach Palmenblätter rein, die brauchen wir nicht. Puh, fast versäumt, dass es dunkel wird. So, dann machen wir erstmal Essen. Haben wir noch eine Wo ist unsere Machete? Nehme ich die halt. Ist unsere Machete schon kaputt? Okay. So, ich weiß, es liegt jetzt alles auf dem Boden rum, ist nicht so schlimm. So, kochen. Gerade ist ja kein Wind. Da können wir es noch vertragen. So, essen, essen. Jetzt bitte einmal das hier alles einpacken. So, die machen wir uns jetzt alle über Nacht. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann wieder Holz sammeln und dann machen wir die Base hier schick. Wir brauchen nur diese Alchemy Engine. Das ist ja echt einfach eigentlich mit diesem elektrischen... Was seid ihr überhaupt? Electric Doodad? Was ist das? So eine Sicherung? Weiß ich nicht genau. Ich will jedes Mal, das ist echt jedes Mal, möchte ich das Spiel eigentlich auf Deutsch stellen. Damals hatte ich es, glaube ich, sogar auf Deutsch gestellt. Und dann fange ich mit der Aufnahme an, bin im Spiel und lese Roasted Coconut und denke, ach scheiße, ist immer nur noch Englisch. Es tut mir echt leid, ich mache das echt nicht mit Absicht. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie will, dass ihr jetzt alle in Englisch lesen müsst. Aber mir das besser gefällt. Ich selber bin ja da auch nicht der Profi. Deswegen tut es mir echt leid, dass ich es jedes Mal wieder verplane. Weil eigentlich kann man es in Deutsch spielen. Na gut. Ist jetzt leider so. So. Wo ist es denn? Ach nee. Dadadum. 4 Holzplanken. Okay, dann reicht das noch nicht. Dann müssen wir noch mehr. Guck, die Palme sieht komisch aus, ne? Die scheint eigentlich nicht mehr da zu sein. Deswegen nimmt er die auch nicht. Die ist überhaupt nicht da. Weil die hier bewegen sich nämlich und die nicht. Da war irgendwie... Ist es ein Fehler oder ich weiß nicht genau, ob das dann... Ich hoffe, das wird nicht irgendwie ein Bossmonster oder so. Aber ich glaube, die wären eigentlich nicht auf diese Art dann. Also die stecken nicht so fest, glaube ich, in der Animation. Hoffe ich. So, dann müssen wir hier unten weitermachen. 12. Okay, ach ja, und Fallen müssen wir machen. Wir sind sowieso essenstechnisch noch nicht wirklich gut ausgestattet. Also noch gar nicht eigentlich. Da müssen wir uns auf jeden Fall was einfallen lassen. Da müssen wir schnell Gerätschaften bauen. Aber das machen wir jetzt. So. So den ganzen... Achso, wir haben gar keine weiteren Kokosnüsse. Ja, da in die Falle bitte einmal. Reinlaufen bitte. Ja, läuft natürlich in die andere Richtung. Aber die sind alle erwachsen. Sehr schön. Aber wir müssen echt nachpflanzen. Ja. Nein. Oh Gott. Ja, speichert schon wieder. So, dann das wieder mit. Also ja, so langsam. Ich glaube, jetzt gehe ich mal. Weil wir haben keinen Platz mehr. So. Dann machen wir uns die... Achso, ich lagere erstmal was. Hier, die... Oh, wir haben richtig viel Platz, Mensch. Nicht schlecht. Aber das brauchen wir jetzt alles, das nicht. So. Einmal Holzbalken. Boards. So. Was... Ach, 4. Was haben wir hier jetzt freigeschalten? Ach, so ein Schild brauchen wir nicht. Sehr schön. Können wir nicht mega viel raus? Also tatsächlich genau passend. Okay, das hätte ich... Ich dachte, wir hätten ein bisschen auf Reserve. Leider nicht. Na gut. Die stelle ich denn hier unten hin. Ihr merkt schon, ich mache ein bisschen mehr nach links, weil das war so ein bisschen nah. Ein bisschen sehr nah. Oh, hier haben wir noch eine Krabbe. Mensch, warum sagt mir das denn keiner, dass da eine Krabbe ist? So. Alchemy Engine. Sehr, sehr schön. Und können wir mal eben eine Trap bauen? Das will ich eigentlich gerade erstmal, bevor wir jetzt anfangen mit irgendwas anderem. Hier waren doch ganz viele so Büsche. Da oben. Hier auch. Gut. Ich mach mal kurz nach, weil nicht, dass wir hier nebenbei verhungern. Ah, die perfekte Base nachher gebaut und sterben am Hunger. Das wäre blöd. Und die stelle ich dir mal... Ach, guck mal, hier haben wir das noch ziemlich nah. Habe ich sie jetzt gebaut? Ist so irgendwo im Winter? Nee, anscheinend nicht. Hatte ich wohl abgebrochen. Das ist echt nah. Na gut, muss funktionieren. So, dann nehmen wir die hier. Die ist wahrscheinlich jetzt... Nee, die ist noch nicht kaputt. Stell ich aber hier hin. So. Es sollte erstmal gehen. So, als nächstes. Jetzt können wir das bauen, was wir eigentlich bauen wollten. Was ist denn hier noch? Thermostone. Hatte ich den schon mal aus Versehen gebaut? Na gut. Ach nee, das war das thermale Lagerfeuer. Stimmt.
C-Lab würde ich auch gerne mal bauen. Na gut. So, Haywall, Stonewall. Die machen wir. Wow, die braucht auch ganz schön viel. Man denkt immer, man hat so... Ach so, guck mal. So, direkt 12 Stück. Na denn. Na denn, weiß ich jetzt gar nicht, wie das hier mit dem Stein ist. Aber wir könnten im Notfall den ja auch einfach umhauen. Okay, ganz ehrlich, dann mache ich das, glaube ich, hier an dem Stein so. Haben wir das Krabbending da noch drin? Jo. Dann gehen wir hier so lang. Das sollte auch schon eigentlich ziemlich sicher sein damit. Jetzt können wir hier wieder so ein bisschen so gehen. Oh. Ja, gut. Das können wir hier auch mal gleich aus. Ah, nee, das ist der hier. Schön. Haben wir sogar noch ein bisschen mit Deko-Element hier. So. Ja, ich glaube, da kommt keiner mehr raus. Oh, warte mal, das sieht eigentlich prädestiniert. Wenn da noch was rauskommt, dann müssen wir mal drauf achten, ob da noch eine Krabbe rauskommt, weil die kann eigentlich nur noch in eine Richtung, und zwar nach links. Die würden wir dann auf jeden Fall auch sofort fangen. Wenn sie denn kommt. So, damit haben wir eine Steinmauer. Da müssen wir ja gucken, ob das funktioniert. Sollte aber eigentlich mit dem Wasser funktionieren. Da bin ich ganz guter Dinge. Hier unten, vielleicht müssen wir sie noch ein bisschen nach oben und unten erweitern. Da müssen wir mal schauen. Hätten wir jetzt noch? Ich habe die genau aufgebraucht, ja. Die gehen natürlich nach einer Weile auch kaputt. Deswegen sollte man schon ein wenig auf Vorrat bauen. Das genau machen wir jetzt auch mal kurz. Ich stelle die dann noch nicht auf. Ich will sie nur schon mal... Ja, 6 Stück packen wir uns hier schon mal zu Reparaturangelegenheiten hin. Würde ich mal sagen. Hier kommt auch der Stein wieder rein. Das kann wieder rein. Und die Steine packe ich hier mal rein. So, sehr schön. Haben wir zweimal Sand? Oh, tatsächlich. Mittlerweile ist auch gar nichts mehr geordnet, habe ich so das Gefühl. Mittlerweile ist es einfach irgendwas hier. Aber soll uns nicht stören. Wir finden schon. 3 Kisten ist noch, geht noch. Es gibt auch eine sehr schöne Mod. Bis jetzt habe ich immer noch keine Mods installiert, nur damit du Bescheid weißt. Es gibt noch eine Mod, da kann man ein großes Lager bauen. Ich glaube, das war eine Mod. Kann man halt ein so ein großes Lagerding bauen. Ich glaube, das braucht dafür auch ziemlich viel Holz. Dann hat man halt nicht diese 100 Kisten hier stehen, weil da passt halt echt nicht viel rein, ne? Hier 3x3 ist nicht gerade viel. Und ja, mit diesem großen Ding hat man halt gleich einiges mehr. Also es ist halt gleich wie, ich weiß gar nicht, wie viel Platz sie genau haben, aber auf jeden Fall ist es halt wie einige Kisten. Ist aber eigentlich dadurch gut ausbalanciert, dass es eben auch viele Materialien braucht. Das kann man nicht einfach so jetzt hinstellen und sagen, so, da haben wir es. Wir bräuchten ein bisschen Anzündematerialien. Oder nehme ich da jetzt einfach das Holz. Ganz ehrlich, hier, schmeiß das rein. Und ein Holz und das ist gut. Und wir braten erneut. Das ist schon gerostet? Ja. Gerostet vor allem. Und weiter. So, die Nacht verbringen wir noch hier. Das würde ich eigentlich gerne mal sehen. Jetzt kriegen wir gar keine Wellen mehr. Schade. Ich hätte gern gesehen, ob es auch klappt. Wellen muss man halt natürlich auch abends aufpassen, wenn die abends kommen und du hast ja keine Wand und die wirklich dein Lagerfeuer dann wegreißen und du kriegst es nicht mit, weil du irgendwie hier... Hat ja auch schon alles. Bist hier im Inventar voll am Suchen und Machen und boah, schön, kannst das nächste bauen. Und auf einmal kommen hier die Wellen von links und du stehst auf einmal im Dunkeln da und denkst dir, scheiße. Das ist dann sehr, sehr, sehr schön. Solche Momente bei Don't Starve feiere ich ja immer so ein bisschen. So. Man muss halt echt immer aufpassen. Also selbst wenn man denkt, boah, es läuft gerade so mega geil. Ja, im nächsten Augenblick ist alles wieder vorbei. So, was brauchen... Oh, das sowas wäre halt auch geil. Wir wissen, wo wir einen Pigskin herkriegen, aber mehr auch nicht, leider. Eine Seawall gibt es, okay. Boyfriend Palace. Ja gut, da können wir halt alles noch nicht. Prime Ape Hut. Bananen. Haben wir noch keine gefunden. Dragon Den. Okay, damit Birdcage. Birdcage. Wir sollten vielleicht mal ans Farmen bauen gehen. Komme ich da gerade drauf. Aber wir haben noch keine. Ja, gut, wir müssen wieder aufs Boot. Wir müssen auf jeden Fall aufs Boot. Und wir suchen uns... Warte mal, brauchen wir irgendwas zum Mitnehmen? Vielleicht nochmal ein Holz. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Haben wir jetzt aber keins. Ach, können wir... Naja, doch. Ich nehme Holz mit. Wenn uns was kaputt geht, haben wir keinen Ersatz. Das ist doof. Wenn wir dann keine Insel finden, wäre sehr, sehr doof. Na komm, irgendwo muss ein großer Baum stehen hier. Futter haben wir auch nicht viel. Na gut, kriegen wir unterwegs. Ja, wir brauchen halt unbedingt, ja, wie ihr gerade gesehen habt, Kacke. Wir brauchen Kackehäufchen. Und dann können wir uns ein paar Farmen bauen. Das wäre, glaube ich, gar keine schlechte Idee.
Ja, dafür will ich wirklich noch ein bisschen mehr Holz dabei haben. Auch wenn unser Boot kaputt geht oder so. Ich saß wirklich schon mal auf einer Insel fest, wo es einfach kein Holz gab. Und auch keine Äste, um irgendwas zu bauen. Also ich saß da wirklich so, ja, schön, Boot kaputt. Dann sitzt man auf der Insel und weiß nicht, was man machen soll. Weil man einfach nicht mehr wegkommt. Das ist echt furchtbar. Kann man noch warten, bis man verhungert ist und ja, dem Ende entgegenzählen. Und warten. Das ist sehr, sehr doof. Deswegen immer genug Baumaterial mitnehmen, damit man im Notfall irgendwas bauen kann. Ich hau hier noch den kleinen Baum weg. Die Kokosnuss nehme ich als Proviant mit. Guck, unsere Machete ist nämlich auch gleich kaputt. Scheiße. Wirklich? Ist das wirklich euer Ernst? Okay, wir wollten ewig. Los, schnell, nimm den scheiß Bosi ab. Gut. Ich weiß gar nicht, ob der sich beruhigt, wenn wir einfach weg sind. Keine Ahnung, ob das schon ausreicht, aber wir gehen einfach mal. Müssen ein bisschen aufpassen natürlich. Unsere Nacht ist jetzt ein bisschen länger. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Seemöwe. So, wir schaffen es dann wahrscheinlich auch nur noch eine neue Insel zu finden. Ja, doch, gehen wir nach unten, ne? Und dann müssen wir auch schon wieder aufhören. Na, können wir die Dinger hier gleich nutzen. Na komm, gib mir noch eine Welle. Ach Mensch. Ja, dann müssen wir halt, wir müssen so ein sind es Mangroven? Also wir brauchen so eine, die im, doch, das sind Mangroven, glaube ich. Von Minecraft kenne ich die auch nur. Weil die da auch immer in so einem Wassergebiet stehen. Und das ist halt hier genauso. Da gibt es auch so Mangrovengebiete im Wasser. Und da sind dann meist diese Büffel. Und da können wir uns, ja, Kacker besorgen. Oder besser gesagt Dünger. Klingt ein bisschen besser. So, es sieht so schön aus, wie der hier so auf dem Boot mit der Axt. Genau so, ich glaube, genau so würde ich auch Boot fahren. Würdet ihr nicht so Boot fahren? Es hat schon Stil. Also immer so in so einer Pose wie, es könnte gleich jemand ein Foto von mir schießen. Und dann muss ich auch gut aussehen. Und meistens sieht man dann trotzdem scheiße aus. Ich bin so ein typischer Mensch, der einfach mega unfotogen ist. Mir wurde ja auch schon mal gesagt, ich soll auch mal neue Fotos machen für Thumbnails und nicht immer die gleichen 4-5 Fotos für jedes LP nehmen. Aber ich habe halt echt dieses Problem, ich bin einfach nicht fotogen. Also lustigerweise wirklich nur Fotos, die ganz spontan geschossen werden, die finde ich immer ganz gut. Aber Fotos, die ich halt wirklich schieße mit einem Grund oder auf Familienfeiern oder sonst wann, wenn dann die Leute kommen, oh komm, wir machen mal ein Foto von uns ein, jetzt sehen wir uns mal. Boah, da sieht man, also ich sehe da jedes Mal total furchtbar aus. Ich kann auch nicht lächeln auf Fotos. Also ich habe dann immer so ein, ja, man sieht halt wirklich so ein, oh, bitte nicht, lasst mich doch einfach in Ruhe, Gesicht. Ah, das ist blöd, das ist eine reine, also ist eine geile Insel, weil wir haben eine riesige Dschungelinsel, aber ja, die könnte uns auch das Genick brechen. Okay, ist wirklich nur Dschungel. Wir machen das einmal rund hier und gucken uns alles an. Aber ich glaube, schaffen wir es nochmal nach Hause? Nicht so. Da werden wir wohl hier übernachten müssen. Na gut. Vielleicht hier. Und jetzt frage ich mich gerade. Was ist das denn? Tierlamp. Okay. Ja, wir können ein kleines Campfire machen. Okay, das geht. Ich mache hier am besten einfach mal ein bisschen frei. Wir haben ja als Waffe jetzt einen Speer. Da brauchen wir die Machete nicht mehr. Ja. Wir sind perfekt ausgerüstet. Gut, dass ich mitgedacht habe am Anfang der Reise und alles mitgenommen habe an Materialien, was wir benötigen, um hier zu überleben. Ich habe mitgedacht, wie man sieht. Oh, ein Teich. Oh, wie schön. Und Beeren. Hier gibt es Beeren. Oh, hier gibt es Essen. Mensch. Oh, und Gold. Okay. Oh, und Düsterblumen. Oh, okay. Jetzt müssen wir auch über ein Jungle Tree finden. Also so ein. Ein Sumpfgebiet. Oh, wie geil. Okay. Wir haben so eine gute Karte. Also ganz ehrlich, das ist einfach genial. Wir haben, jetzt müssen wir halt nur noch, wenn wir jetzt nach links gehen würden und da wären jetzt nochmal ein Groven-Ding mit den Büffeln, da wäre das perfekt einfach nur. Das ist wirklich einfach. Und Affen. Affen auch noch, eine Menge Affen. Wie gut. Wie gut das hier einfach nur ist. Ich bin echt begeistert. Also man kriegt halt einfach selten und das ohne Durchgeklicke. Also manche spielen ja auch so, wenn man so ja so eine Karten hier halt einfach auf Zufall kriegt, dass die dann halt sich 100-mal durchklicken, bis sie halt die perfekte Karte haben, wo man gut leben kann. Und wir haben das halt nicht gemacht. Und trotzdem haben wir hier so ein geiles Ding bekommen. So.
Ja, wir könnten hier vielleicht bauen. Hier habe ich, glaube ich, am wenigsten Angst gleich mit dem Lagerfeuer. Na gut, aber die Folge ist leider schon vorbei, die Zeit. Dann übernachten wir hier in der nächsten Folge. Und ja, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!